Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Kurze Info noch vorab. Ich komme momentan aus Zeitgründen kaum dazu, die Kommentare zu beantworten. Das ist nicht so, weil ich jetzt keine Lust habe oder wie auch immer. Ich habe momentan sehr viel zu tun in verschiedenen Dingen, bei mir auf dem Hof etc. Und daher ist das zeitlich alles sehr, sehr eng. Aber ich denke mal, ich werde das versuchen, möglichst zeitnah jetzt auch nachzuholen. Jetzt zum aktuellen Thema: Tuning Fail oder wenn es nach dem Tuning nicht so richtig läuft gleich. So, jetzt so zwei Dinge, die vorkommen können. Ich habe getuned, also die Teile angebaut, will ihn starten. Das Fahrzeug läuft gleich von Anfang an nicht richtig, nimmt kein Gas ran, schüttelt sich. Alle möglichen Symptome treten auf. Man kann ihn eigentlich gar nicht richtig fahren. Oder das Fahrzeug läuft erst richtig gut und mit einmal habe ich einen rapiden Leistungsverlust. Zieht nicht mehr so wie sonst. Und ja, was kann das für Ursachen haben? Ich habe mich speziell in diesem Video so ein bisschen fokussiert auf Turbomotore. Fahrzeuge ab Baujahr 2003, weil ab da ist definitiv ein UPD-Anschluss durchgängig vorhanden. Da gibt es ganz einfache Tester. Ich hole ja mal so ein Ding, ganz einfach, kommt man aber schon oft sehr weit mit. Gibt es im Internet, wo auch immer, um Zubehör, Teilezubehör. Man kann damit Fehler lesen und auch löschen und damit kann ich oft schon gewisse Dinge ziemlich stark eingrenzen, was die Fehlersuche oft deutlich erleichtert, weil ansonsten kann man sich auch manchmal die Karten legen. Nach oben hin ist bei Testdiagnosegeräten so schnell keine Grenze. Das kann auch schnell für mehrere 10.000 Euro sein. Aber auch hiermit kommt man schon sehr weit. So, wir haben jetzt den Tester angeschlossen. Da gibt es eine Menüführung, die zeigt ja mal alles an, wie man vorgeht. So, jetzt, wie gesagt, häufig Leistungsverlust bei Turbomotoren ist Ladedruckverlust. Sprich vom Turbolader zum Ladeluftkühler oder anschließend Ladeluftkühlerausgang zum Motor. Da kann sein, dass ein Schlauch gerissen ist oder eine Schelle undicht. Ich gehe mal davon aus, der Turbolader ist jetzt in Ordnung. So. Oder wie gesagt, der Ladeluftkühler direkt oder der Ladedrucksensor. Das zeigt allerdings der Tester wieder an. Das sind so die häufigsten Ursachen, die man hat, wenn ich keine Leistung habe. Das Fahrzeug startet vielleicht noch, aber der bringt nicht die Leistung, zieht nicht etc. Häufig Probleme auch, die auftreten können, sind, wenn das Fahrzeug jetzt auch nicht so richtig läuft oder erst gar nicht richtig startet, kraftstoffseitig. Sprich, ich habe die Pumpe gewechselt, da ist irgendwo ein Kabel nicht richtig verbunden, die Pumpe läuft nicht an oder nur geht wieder aus, denn Einschrittsventile gewechselt, da können auch manchmal diese Nullringe hart geworden sein, auch da gibt es dann Undichtigkeiten, Ladedruckverluste, nur als Beispiel mal. Den Stecker nicht richtig drauf oder das Ventil an sich beschädigt beim Einbau, deshalb immer absolute Sorgfalt geboten. Luftmassenmesser, gut, das zeigt der Sensor wieder an oder der Tester. Dann kann auch sein, OT-Geber defekt, das sind so mal mit Sachen, man macht was und mit einmal treten Fehler auf, die vorher nicht da waren. Gibt es, kommt selten vor, aber es gibt es. Deshalb, wie gesagt, so ein Tester ist da manchmal Gold wert, auch wenn es nur ein einfacher ist. Was auch oft unterschätzt würde oder dem manche auch zu wenig Bedeutung beimessen, ist der Kraftstofffilter. Man sollte den regelmäßig wechseln. Letztens auch so ein Fall, das Fahrzeug lief nicht richtig und dann hat man schon gesehen, das Schellen, das war alles uralt. Das Ding war total zu. Neun rein und das Fahrzeug lief wie doll. Ist jetzt nur noch ein Beispiel, um mal darauf hinzuweisen, was für Auswirkungen oft gewisse Dinge haben. Zündungsseitig hat man häufig, dass eine Zündspule aussteigt. Also kommt häufiger vor, als man denkt. Oder auch mal eine Kerze, die einen Geist aufgibt. Kann man wechseln und dann geht es weiter. Aber es passiert. Was auch noch sein kann bei mechanischen Ursachen, ist eine undichte Kopfdichtung oder auch Ventile undicht. Sprich Einlass-Auslassventil. Das kann man durch einen Kompressionstest feststellen oder auch über den Zündspannungsbedarf. Weil isolierte Luft erfordert einen höheren Zündspannungsbedarf, damit der Funke überspringt. Auch darüber kann man es eingrenzen. Aber wie gesagt, mit einem normalen Kompressionstester geht es auch. Oder was ich letztens hatte, was jemand mal passiert ist, er sagt, sein Fahrzeug springt nicht an, hatte ein paar Sachen gemacht an der Nahluftkühler etc. und der lief keinen Leerlauf, schüttelte sich. Ja, und am Ende stellte sich heraus, da war ein Putzlappen im Ansaugrohr. Um nur mal als Beispiel, wie oft so kleine Details, die man eben vergessen hat. Deshalb sauber arbeiten, immer alles dreimal überprüfen, bevor man das Fahrzeug startet. Zusammenfassend kann man sagen, oft sind es nur kleine Details, die eine erhebliche Wirkung haben, warum das Fahrzeug nicht läuft oder keine Leistung bringt. Manchmal, oder man sollte dann doch wirklich gedanklich nochmal jeden Schritt für Schritt durchgehen, was habe ich gemacht, wie habe ich es gemacht oder auch nochmal das Ausbauen.
alles nochmal überprüfen, nochmal genau detailliert sagen, wo, wie, was könnte falsch sein, jeden Stecker überprüfen, ob der auch richtig sitzt. Und weil oft macht man auch Flüchtigkeitsfehler, das passiert, das sind alles nur Menschen, ist auch nicht schlimm, aber wenn man das genau durchdenkt, nochmal die ganzen Abläufe, die man da durchgeführt hat, kann man das eigentlich relativ schnell wieder beheben. Jetzt kommt wieder mal ein neues Soundrätsel und die Auflösung vom letzten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Folge dem Meister, abonniert meinen Kanal. Bis nächsten Donnerstag, euer Gerd.